Hallo, da sind wir wieder. Pepe und Gitte spielen Pathfinder und waren jetzt gerade bei der Trolllichtung, haben nicht sehr viel Erfolg gehabt. Also Trolle waren da nicht mehr. Es kam keiner. Aber Wir wir haben haben Hirsch gewartet, immerhin. bis ein Hirsch kam Genau. und uns die Füße eingeschlafen sind. Aber es kam nichts. Monsterbau. Na, dann gehen wir mal gucken. Mal sehen, ob wir gleich wieder heulend und zähneknirschend abhauen müssen. Tja, sieht Mal alles so gleich aus in gucken. diesem Schneegestöber. Ah, kann man noch nicht so richtig sehen, wie groß die Karte ist. Wir tapsen durch den Schnee und gucken uns das Monsterlager mal an. Hier gibt es schon mal Kisten. Hä? Warum gehen die nicht? Kann man hier nicht hingehen? Doch. Geht mal vorbei. Lindsay kommt gar nicht an die Kiste ran. Lindsay, gucken. So, Falle haben sie keine entdeckt im Vorbeilaufen. Ein Ah, Rezept, das Futter ist schön. gibt's und Saftige ein Würstchen. Rezept für saftige Ich freue mich gleich auf Würstchen. einen saftigen Kuchen. Aber saftige Würstchen. Ja, doch. Den werden wir auch demnächst mal Das Rezept sollten wir schlachten. dann gleich mal. Oh, Und wow, noch mehr schön. Butter, Eier, Kartoffeln. Wir Na. sollten gleich mal das Rezept lesen. Ja, das werden wir gleich mal eintragen. Und kopieren. Falls Was sind das sich hier? jemand wundert, dass Ja, Tatuccios genau. Geschenk hier ist. Ich dachte mir, warum sollen wir den Schutzring plus 2 hier mit uns rumschleppen? Im Rucksack, Was ist denn da den drin? habe Was macht denn ich. der Ring? Tatuccios Geschenk macht plus 1 Auf und Rüstungsklasse? der Schutzring plus 2 macht Ja, plus klar. 2. Ja, da ist natürlich besser, Ja? klar. Ich Also dachte, habe ich ihn. der macht mehr als nur gerade Nee, Schutz. mehr macht er Okay, nicht. nö dann. Also, Aber den Ring kann eigentlich nur sie tragen, oder? halt. Oder warum ist der rot gewesen? Ich glaube, den kann nur Gina Ja. tragen, ja. Sie gibt ja wieder den Zweier ab. Wenn wir Amiri wieder dabei haben, dann kann die ja Ja. den Ring kriegen. Die braucht ihn ja wohl Oh, dringender. eine uralte Vivian. Mal gucken, wie die Uralte aussieht, bevor wir uns dann Vivian, nähern die werden weiter. wir uns mal genauer Ja. betrachten. Uralt. Ja, Upsa, ich glaube, da ist wir es hatten vielleicht. noch keine, deswegen können wir auch noch nichts wissen über sie. Naja, gut, wir sind jetzt gerade am Anfang, wenn wir da Ja. wieder einladen müssen, ist vielleicht nicht so schlimm. Wir haben ja noch nicht viel gemacht, oder Ja. was meinst du? Aber uralte Vivian klingt natürlich so, als ob sie Uralte ganz Vivian. besonders schlimm ist. So, wer hat jetzt We should was? move. Okay, mach du mal eine Rüstung auf ihn. Rüstung auf I need links. protection. Dann Ikun hat gar keine Rindenhaut. Quintus awaits us. Na gut, auch nicht schlimm. What's new? Aber hier, ich habe gelernt, wie das geht. So geht das. Er kann Ach diese so. Tränke, die ja Den normalerweise nur Spruch. selbst Ja. zu trinken sind, auch Gut. auf andere Das ist machen. gut. So, und Sorry. Was lost in thought. Was suchst du noch? ich suchte Das hier. diesen. Den habe ich hier ein bisschen gut versteckt. Kann ja mal auf den einen machen. Der wissen ja nicht. Bewegt sich schon. Wir wissen ja Hilfe. nicht, wie schlimm das Vieh ist. Mal, die ist schlimm. Einmal Ist ja da nicht schön. drauf. I wrote it Und like I dann saw it. ein Liedchen. Gut. I'll make my own legend. Dann Strike with all your might. schieß.
Nee, wir wissen ja gar nichts von ihr. So ein Mist, das ist blöd, da kann man sich richtig blind vorher. Gut. Wir schießen halt einfach mal gucken. Ist ja wohl nur Jubilas? eine, oder? Ja. Nee, geht nicht so weit, da müsste er näher ran. Das sparen wir uns noch. Erstmal greifen wir alle mal an. Ja, mal wissen, genau, wir wollen ja erstmal ein bisschen mehr über sie wissen. Ja. Da liegen Leichen in der Aber wahrscheinlich wissen Gegend. wir wirklich erst mehr, wenn sie tot ist. Ja. Ob sie das sein wird? Sie Ah, macht Eis. die macht Eis. Harim, Elementarschutz. Und zwar Eis, Schall, Feuer, elektrisch, Kälte. Bis Harim kommt, ist schon vorbei. Ja. Naja, ein bisschen mehr braucht er schon noch. Aber war gar nicht so Das schlimm. war nicht so schlimm. Wir Aber mussten das ja wissen, auf jeden Fall. ja. Ihr müsst ja dann eigentlich auch so feuerempfindlich wirklich sein. Sollte man doch Ja. annehmen. Das können wir uns ja mal angucken. Sieht man jetzt was? Oder ist es so, dass wir das nächste Mal eine treffen, dass wir dann mehr Ja, wissen? Nicht also untersuchen. der Schwierigkeitsgrad war relativ hoch. Na, ein Level 13 Drache. Ja. Wir wissen trotzdem Aber noch nicht nichts über sie. besonders gut. Verteidigung können wir nicht sehen. Angriff, Attribute auch nicht. Nee. Ja, Na ziemlich gut. stark. 26, aber ansonsten nicht viel. Gucken wir mal, wie unsere Hunde so aussehen. 69, der eine. Und der sieht nicht so gut Und aus. den Der hat hat's es ein den hat's bisschen erwischt. erwischt. Trotz Rindenhaut und Schild des Glaubens. Na, da würde wohl was mal geheilt werden müssen, oder? Da werden wir eben mal ein bisschen was verpassen müssen. Und 30 Punkte ist. Ich schätze mal, die hat ihn direkt angegriffen. Das wird es gewesen Braucht sie schon. sein. Ja. Also, Hund. Ach, erst macht sie den Spruch, erst läuft sie, dann macht sie den Spruch und dann läuft sie hin. Ja, okay. Und 16 Treffer, 16, nee. das war aber Lass mal, schwach. wie sieht er aus? Das war aber äußerst Ich weiß nicht, wie schwach. viel ihm gefehlt hat, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, wie viel ihm gefehlt hatte. Um die 30. Ich kann ja mal gucken. Lindsay, Ja, da, was 19 hast fehlen ihm du noch. da wieder gewürfelt? Ja, 50 braucht er noch mal einen mittleren. Aber das macht besser Harim. Ich glaube, der kann Yes, das besser. I'm still here. So, einen mittleren, das wäre Level 2. Dann nehmen wir den hier, den brauchen wir sowieso kaum. Ja, wir sollten uns auch mal umgucken. Es könnte durchaus sein, dass man hier was 17. Sag Interessantes mal, was findet. würfelt ihr denn heute? Naja, ist Ah, okay. jetzt reicht's aber Ja, erstmal, das ha? schafft er schon. So, Lindsay, And guck Lizzie dich was called um. for it. Ist leer, ne? Oder? Nee, hat Nee. Wiewernfleisch. Naja, häuten kann sie ja gar nicht. Kann sie nicht. I tire of waiting. Ach, Häuten. Mann. Was machst du denn jetzt? This is my Ich soll, call. es sagte. Ja, das stört einfach. Ich bin auf den Hund gekommen, werde ich. Den wollen wir nicht häuten. Aber der ist sowieso nicht mehr möglich an der Viva. Die warst ja schon dran, oder ich weiß es nicht. Geht Schick mal sie einfach weg weg. hier. Kommt man ja gar Adventures nicht await. ran. Die ist sowieso So. leer, oder? Nee. Ach nee, du warst schon dran, aber das ist alles. Häuten. So. Max. Häuten. Hätte ich mir sparen können. War zu spät. Na gut. So, dann müssen aber noch andere, war noch irgendwas anderes Ja, hier Geld, sind ja? noch ein paar Leichen. Aha. Aha, Sieht gut aus. Wir brauchen noch Kompositbogen, einen guten Bogen. langmagisch, Schuppenpanzer, 400 Gold und Goldring. Oh, das hat sich doch gelohnt. Mittelschwere Wunden,
Essen in der Strahl, Säurepfeil, Achat, Zitrin und 195 Gold. Das gefällt so, mir gut. So, guck dir mal den Bogen an, der heißt Glücksbringerbogen. Ja, den werden wir gleich mal angucken. Glücksbringender Langbogen. Schaden 4 bis 11 ist identisch. Keine Glückssache. aber es ist immerhin plus 1 Composite-Langbogen. Ja. Aha, das Composite heißt, der Stärkebonus wird hinzugefügt. Das ist der Grund, warum Composite-Bögen manchmal stärker und manchmal schwächer sind wie Langbögen. Ja. Mhm. Aha. Reine Glückssache. Ja, ist reine Glückssache. Da muss man denn mal 4, da muss man ja einen kritischen Treffer. Mhm. Dann müssen wir diesem Bogen auf jeden Fall jemanden geben, der relativ viel Stärke hat. Ja. Ekun hat 16 er hat mehr. Stärke. Dann würde ich ihm den geben. Ja. Nee, ist der hier. Mhm. Ja. Also vom Schaden her. Ist er auf jeden Fall besser als der andere auch schon mal von vornherein. Ist er von vornherein schon besser. Ja, und dann durch seine Stärke kommt er auf 5 bis 12. Genau. Ja. Hervorragend. Und den passt. Hier, den werden wir aufheben für Dienstag. Das war ja nur ein ganz normaler Langbogen, Composite-Langbogen. Und der war bei ihm stärker, weil er eben seine Stärke mit ins Spiel bringt. Gut. Passt. Speichern. Weiter gucken. So, gibt es hier noch was Interessantes? Wir werden uns alles angucken. Wir werden es sehen. No stopping now. Das sieht aber aus, als wäre dieses Monsterlager nur diese uralte Hydra gewesen. In die Höhle Wyvern kommt man nicht. Ist das. Ah, Wyvern. Genau. Hatten wir überhaupt schon mal eine Hydra? Kann mich nicht erinnern. Hydra? Nee. Ich meine, du meinst jetzt nicht Wyvern, du meinst jetzt wirklich Hydra, oder? Ja. Gut. Hier gibt es ein Töpfchen. Oh, nee, Sirup gibt es. Süßen Sirup, Mann. Ich dachte, Sirup wäre immer süß. Aber es muss ja nicht sein, oder? Puh, keine Ahnung, ich kenne mich da aber nicht so aus. Aber ich glaube, Sirup ist vielleicht nur irgendwas, was man so so lange gekocht hat, bis es dickflüssig geworden ist. Das kann auch sein. Und hat wahrscheinlich gar nichts damit zu tun, ob es süß ist oder nicht. Nur eine Vermutung. Mhm. Na, dann können wir rausgehen. Kleine Karte, aber 2 Ausgänge. Dachte schon, sie wollen nicht. Aha, Dämonen, Dämonen und Teufel sind unterschiedliche Kreaturen. Hätte ich ja nicht gedacht. Aber verwandt. Vermutlich, ja. Soweit konnte ich nicht lesen. Hier machen wir die Straße wieder dicht. Ja, okay, ist gut. Wir haben drauf gewartet. Abbrechen. Dann können wir schon mal den neuen Ding ausprobieren. Den neuen was? Das neue Rezept. Ja, die sind alle erschöpft. Ja. Es hat keinen Sinn, als da Zwergenfesseln zu gehen, wenn die nur noch kriechen. Verwalten. Saftige Würstchen. Was machen die? Einen vorübergehenden Trefferpunkt pro Charakterstufe. Na gut. Wir wollen es mal ausprobieren. Es schadet ja nichts. So, also, Jubi. Streng dich an. Und hier ist Jubi ein guter Koch. I believe your bleaching is not a curse, but a gift. You live exactly as long as the world seems interesting to you, and then you leave when you tire of it. A curious observation. I admit I haven't looked at this problem from such a viewpoint. I think I must disagree with you, but you've given me some food for thought. Aha. Ja, wir müssen uns nochmal mit Jubilost unterhalten. Ne? Ja. Er hat die Bleiche, was die immer. Irgendwann haben wir mal schon mal was von der Bleiche gehört. Ne? Wir sollten mit allen immer in regelmäßigen Abständen reden. Ja, immer in der Stadt müsste man eigentlich immer mit Leuten reden. Ach, hier geht's weiter und.
Das verstehe ich. Aber niemand, nicht. Es ist niemand ins Leibgericht, also kannst du das vergessen. Ja, hast du gehört? Ja, ich habe auch, ja, habe schon geguckt, habe niemand gesehen. Aber sie haben jetzt alle 7 plus 66. Schön. Was heißt denn 7 plus 66 ist 66? Hä? Ja, 7. Aha. Also sie haben wohl alle zu ihren natürlichen nochmal 7 Punkte drauf, oder? Ja. Das ist eigentlich gar heißt nicht so das wenig. Wohl? Vermute ich doch stark. Gut, dass es automatisch gespeichert wird. Ich wollte gerade sagen, hast du gespeichert? Aha. Ja, aber ich sollte mir wirklich angewöhnen, immer zu speichern, wenn wir auf eine Karte kommen. Weil das Automatikspeichern ist ja auch. Ja, wird ja immer überschrieben. Und wenn man irgendwann zurückgehen will, dann ist es doch von großem Vorteil, wenn man einen Stand hat, um zurückzugehen. Aha, er hat ihn schon erspäht. Mhm. Wow. 1800. Das ist ja richtig nett. Danke, Jubilas. Oh. Das passt zu ihm. Man ist auf den Straßen niedriger Bildungsstand, außerdem braucht ein Reiser schon sehr viel Glück und so weiter. Ja, ja. Naja, gut, ob wir jetzt Touristen im Augenblick wollen, ist sowieso nicht so. Ja. Nun, wir nehmen auf jeden Fall eins. Nun, ich werde euch nicht vorschreiben, was ihr zu Papier bringt. Ja, ich würde aber lieber zwei nehmen. Warum? Er soll dabei nicht vergessen zu erwähnen, dass sich die Baronin dieser Gefilde persönlich um Probleme kümmert und diese in naher Zukunft lösen wird. Na gut, wie du meinst. Du willst lieber die eins. Boah, das ist ehrlich. Boah. Ja, sind chaotisch gut. Ich will auch chaotisch gut bleiben. Ja, ja. Ja, gut. Wir sind natürlich froh, wenn du bei uns bleibst, Jubilas. Wir brauchen dich doch. Ja, wir sind eigentlich ganz gut. Du bist der Einzige, der mit Geld umgehen kann. Wir können das. Im chaotisch gut Bereich. Gut. Aha. Ach so, wie hat es denn eigentlich levelmäßig ausgesehen? 42 von 51. Mhm. Na, da haben wir noch eine Weile hin. Das würde ich auch sagen. So, alle gleichen. Man weiß nie, wer hier so rumsteht. Ist schon erstaunlich, wie sich das alles verändert, wenn das so winterlich ist. Also hier in den Spiels haben sie irgendwie ganz gut hingekriegt. Ja. Es hat alles so einen vereisten Glanz. Und wo sind hier die Geheimverstecke? Da ist er. Hallo! Der war versteckt. Den wollte ich eigentlich gar nicht unbedingt finden. So. Jason. Oh, so heißt der? Sauberer. Ist beinahe erträglich. Na gut. Willkommen in Trobold. Aha. Das ist auch einer von denen, die man gebrandmarkt hat. Sicher, ja, jetzt habe ich alles er hat ein gesehen. Deutliches Jubilus Zeichen. Tatsächlich. Ja. Na. Aha. Der meint ja, Ekundayo, ja. Ja, Ekon ist natürlich mächtig verbiestet. Wer bist du denn? Das wundert uns hier nicht. Trobold? Na, wer bist du? Können wir erst mal fragen. Aha. Oder? Ja. Jason. Wie Boba. Ich rede wie Boba, mich waschen wie Boba und nicht fressen Boba. Ich bin selbst wie Boba. Ach. Ah ja. So, was ist Trobold?
Hauptstadt. Von König Troll und Kobold. Immer diese Kobold. Aha. Ja. Troll und Kobold. Trobold. Was sagt mir das? Tartuccio sagt mir das meistens. Wenn ja, ich Kobold höre, sagt es mir immer automatisch Tartuccio. Ja. Tartuck, siehst du? Tartuck so sprechen, klar. Wer sonst? Er kratzt sich unter der Achselhöhle und schnüffelt dann an seinen Fingern. Naja. Nein, das Tartuck ist kein verbreiteter Name. Tartuck ist wohl kein verbreiteter Name. Das ist der einzige König von Kobolden und Freund von Trollen. Ja, ja. Ja, ja. Oh, oh. Das war doch schwer hoffen. Verprügeln. Was meinst du eigentlich mit Borba? Ja. Mensch, Elf, Zwerge, alles Borba. Ach so, alle, die nicht Trolle alle, und Kobolde die, sind, alle, sind Borba. Ja. Also jedenfalls so, ja. Die sprechen können halt. Genau. Na dann, was willst du denn von uns, ja? Tja, dem können wir vermutlich nicht zustimmen. Ihr überfallt unsere Dörfer und das ist nicht gut für unsere Baronie. Ja, soll uns etwas mehr über Trobold erzählen? Ja, auf jeden Fall versuchen wir so viel wie möglich herauszufinden. Naja, wenn der Tartuck hat, dann... Das meint er vielleicht, er meint es vielleicht ernst, aber das meint bestimmt nicht der Tartuck so. Oje, oje, Harim ist, glaube ich, könnte man Harim, Thorak was hat denn die Zitadelle der Zwerge mit deinem Thorak zu tun? Die Zwerge sind schon lange weg. Aber hier ist doch nicht sein Thorak, könnte man Thorak noch mehr demütigen? Das ist ja richtig verbittert. Statt er liebt Thorak nicht mehr, er hasst ihn. Ist mindestens genauso verbittert wie... Dingsbobs. Wie Thorak. Wie? Ikun meinst du? Ja, Ikun meinte ich, aber ich dachte auch, das kommt davon, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig denkt. Was? Tartuk ich dachte auch an Valerie und den Orden der Rose und so weiter. Ja, also wir haben einige Verbitterte in unseren Reihen. Also, was ist mit gütig? Tartuck und gütig sind eine ganz neue Eigenschaft. Und haben wir noch nie was von gehört vorher. Wer ist denn eigentlich Tartuck übrigens? Kannst du mal erzählen, ja? Ja. Also Hagulka ist der König der Trolle. Gütig, naja. Und Tartuck? Stark, klug, gütig. Beißt sich auf die Zunge. Ach, guck mal. Feuertrolle, Flügel, Tartuckschützentrolle, ach, der haben wir das gemacht. Die Kobolde sind bestimmt nicht von selber draufgekommen und haben vermutlich auch nicht die magischen Mittel und Fähigkeiten und die Trolle schon gar nicht. Die haben ja in der Regel kaum mehr Intelligenz wie Regenwürmer. Naja. Dramakurga. Aha. Nun gut. Na, gefährlich wird es erst, wenn ihr jetzt anfängt, dann auch noch die Säure festzumachen. Dann ja, gute Nacht. Dann wird es aber echt bedenklich für uns. Was? Die machen die gar nicht unsterblich, du. Ach, Mann. Okay, was kannst du sonst noch über Trobold erzählen? Viele Trolle, viele Kobolde. Ja. Streichen Wände. Aha. Tartuck hat's wohl gern gemütlich. Sehr viel Nahrung auch. Guck, ja. Sowas wie so. Wir, meinst du, hä? Sehr viel Trolle und Kobolde. Sehr viel Nahrung, aus den Dörfern, ne? Sehr viel, ja. Viele Trolle fressen. Fressen Borba. Weil sie werden aufhören, dann Frieden sein. Haha. Du meinst das vielleicht wirklich? Ja, glaubt das. Jason meint das vielleicht. Dann fressen Trolle also keine Menschen mehr? So,
Und was frisst du jetzt? Pferd, Kuh, Hund. Ja, das können wir aber auch nicht zulassen, dass du unser Vieh frisst. Manchmal auch tote Borber? Lange tot? Buddeln die auf den Friedhöfen aus? Naja, warum nicht? Ich glaube nicht, kein dass das Hundessen ihnen zu vergeuden. Ja, genau. Jetzt wird er gleich sauer. Nein. Genau, wenn er einen Magen knurrt, könnte es dann sein, dass du dann, und, ne? Ja. Eigentlich kann einem richtig leid tun. Ja. Die sind ganz schön gemein, ja. Na, Lizzi, schaffst eine 8? Nee. Na gut, darauf haben wir eigentlich nur gewartet. Das wissen wir nicht. Stimmt. Ah. Können wir ihn uns mal angucken? Ja. Den Nicht-Borber, sondern den Nicht-Borber-essenden Troll. Schutz vor Feuer, heftiger Angriff, waghalsige Kampfhaltung und Kampfrausch. Ja, sieht gut aus. Ich wollte noch mal gucken, wie sehen unsere Hunde aus? Die haben gar nichts drauf. Dann muss... Wir haben schon eins verspielt von unseren guten Punkten, die wir gekriegt haben. Jetzt haben wir nur noch 6 und nicht mehr 7. So. So. Dann werden wir ja wohl mit Säure arbeiten müssen. Valerie. Wir haben aber Dings nicht dabei. Aber wir haben doch Dings. Wir haben doch Jubilos. Ja, stimmt. Da kann das ja. So. Also. Valerie muss tanken. Halt durch. Du singst. Du, er hat wirklich nichts. Nee, er kann hat sauber, keine nee, Saubermaul machen wir später, heben wir auf, Saubermaul. Ja, ich glaube, das ist jetzt nicht notwendig. Ja. Moment mal, wie ist seine Gesinnung? Chaotisch böse. Klar. Ich habe keine Blase, nee. Ja, das fehlt wirklich. Was hat Harry? Hat er irgendwas? Habe ich ihr schon gesagt, dass sie machen soll? Nein, vermutlich nicht. Also, du halt. Du machst jetzt eine Rindenhaut auf links, Harem. Nicht Harem, Jubilos. Macht eine Rindenhaut auf rechts. So, und Harim schießt schon mal. Repent! Ja. Warum tut denn der Hund nichts? Hä? Der Hund tut gar nichts. Nee, ich habe den Hunden gesagt, sie müssen stehen bleiben. Ach so. Na gut, aber müssten jetzt hat ganz gut geschossen, ja, ganz gut Schaden. Ja, haben Rindenhaut und auch Rindenhaut. Ja. Gut. Jetzt alle. Der eine Hund läuft durch einen Stein. Ja, komm, er soll sich ran. So. Jubi. Ein bisschen Säure bitte auf den gutsten. Na. Ja, mach mal. Auch so ein langsamer Lama. Oh, was soll's. Er hat's erwischt, das war's. Jetzt ist er hin. Ach, und wir haben die Zwergenruinen entdeckt. Ja. Ich sehe sie zwar noch nicht, aber das macht ja wohl nichts. Da hat er ja sogar einen Namen. So, Jade, Perle und
Eine Fellrüstung, nicht identifiziert. Gucken wir mal, was haben wir hier? Eine Fellrüstung plus 3. Oh, immerhin, ich weiß nicht, irgendjemand trägt eine Fellrüstung. Harim trägt eine Fellrüstung. Dann geben wir ihm doch die 3er. Oder hat er auch eine 3er? Nee, er hat eine 2er. Er hat eine 2er, dann kriegt er jetzt die 3er. Ja. Logisch. Gut. Ja, bleibt eigentlich alles gleich. Ja, bleibt nur ein besseren Schutz. Nur die Rüstungsklasse steigt. Genau. Prima, danke. Auch netter Troll. Naja, guck mal, er hat ja lange Geduld gehabt mit uns gehabt. Aber ja. irgendwann ihn halt doch zum Angriff provoziert. War das vorbei mit seiner Geduld. Hast du gespeichert? Nein, ich glaube nicht. Ich würde auch sagen, wir machen jetzt Schluss erstmal. Wir haben gerade eine halbe Stunde erreicht, aber das ist ganz gut. Wir wissen ja nicht, ob wir dann so ohne weiteres wieder Schluss machen können. Ja. Ja. Wir stellen uns erstmal ordnungsgemäß auf die Straße. Ja, du guckst dir die Leute dann aufs Grill mal an, ob du die irgendwie noch ein bisschen heilen musst. Ja. Gut, gut. Okay, bis dann, ja. Bis dann. Ciao. Tschüss.